Hacken einen blauen Bonus schaffst, bekommst du den Gegenstand gratis. Oh, schön. Was haben wir denn bekommen? Na, Bohrertreibstoff, naja. Ich will nämlich Verbandskasten. Zweimal Stück. Zweimal Stück ist auch gut. Zweimal haben. Da gehe ich nicht lang. Noch nicht. Eine kleine Sorge, das Spiel ist nicht gruselig für mich. Also hier habe ich keine Angst vor, wie bei 4. Also weiterzugehen habe ich keine Angst vor. Sondern ich bin halt, ich versuche immer den falschen Weg zu gehen, damit ich so viel wie möglich erkunde. Sozusagen, genau. In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken. Depressionen, Panikattacken, sexuelle Störungen, alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese. Das Ironische ist, genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen. Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts. Denk immer daran, Eleanor. Man muss die Bestie kennen, bevor man sie töten kann. So, einen Moment. So, 14 Minuten Zeit haben wir noch. Oh, Sissy. Ich weiß, warum ich... Oh. Okay, wir rennen jetzt... Schnell, geh zum Aufzug. Welcher Aufzug? Wow. Das war gar nicht meine Absicht. Ach komm schon. Ich wollte eigentlich hier das Ding hier. Scheiße. Ich kann mich also auch in Sicherheit bringen. Ja, ich weiß. Aktenschrank, untersuchen. Wie gesagt, ich versuche immer alles zu untersuchen, Leute. Tut mir leid, das ist so, dauert es halt ein bisschen länger, aber so ist es auch für mich gründlicher und ich finde das Spiel. Das Spiel ist halt dafür da. Es ist echt dafür da, einfach sich umzugucken. Habe ich immer noch nicht geguckt, wofür Aspirin ist. Moment, ich muss mal eben, will mal eben wissen, was so für Aspirin ist. Aspirin. Gegner, Waffen, Orte, das nächste Medikamente. Was ist mit Aspirin? Was bringt Aspirin? Würde ich gerne wissen. Aspirin. Kleine Menge Eve. Ah, okay. Aspirin bringt Eve. Auch gut. Naja. So, Leichen auf untersuchen hier. Oh, nicht Leiche. Oh, ich bin so doof, ey. Oh, wie ich Nieten hier verballer. Scheiße, ich muss mich wieder ein bisschen dran gewöhnen, Leute, ganz ehrlich. Naja. Ja, tut mir leid übrigens wegen der Namen. Ja, wie gesagt, ich spiele das Spiel über Steam. Also meine Freunde, die in Steam da sind, die... ja, man wird sehen, wenn sie irgendwas machen. Oh, Medistation. Heilen und... Moment, konnte ich das nicht irgendwie kaputt machen? Und dann kam da... Wunderbar. Kenne ich noch aus der... Aus 1. Gut. Ich habe das Ding nur weggeballert, weil, ich hier noch die Schränke durchsuchen wollte. Und gucken wollte. Ja gut, dann haben wir alles, dann können wir weitergehen. Ja, genau. Weiter geht's. Wow. Wow. Gut. Also, die Kinder hier haben mir erzählt, du bist ein sehr alter Big Daddy. Lebenslang gebunden an eine einzige Little Sister. Wenn du zu lange von ihr weg bist, stellt dein Körper seine Funktionen ein, wie wenn man ins Koma fällt. Solange das Mädchen hier in Rapture ist, sitzt auch du hier fest.
Der Name deiner Kleinen ist Eleanor Lapp, die Tochter von Sophia. Das ist, denke ich, der Grund, weshalb Lamb dich hasst. Eleanor wird in Fontaine Futuristics festgehalten, auf der anderen Seite der Stadt. Du musst dorthin und sie befreien, bevor es zu spät ist. Hi. Ah, okay, was ist das? Leer. Hier ist nichts. Fallenmietenfeuer niemals auf dich. Niemals. Also kann nur ich die platzieren oder sterbe ich jetzt, wenn ich hier reinlaufe? Du hast Spezialmunition. Munitionstyp ändern ist damit. Okay, Spezialmunition, Vielzahl, zusätzliche Effekte. Okay. Die kann ich aufnehmen, okay. Die sind für... Was? Fallennieten heißen die. Stehst du auf? Nein. Du? Auch nicht. Fallennieten, okay. Probieren wir jetzt gleich mal aus. Dr. Su Chongs Tod war ein schwerer Schlag für das Protector-Programm. Aber langsam wachse ich in seine Rolle hinein und merze die Fehler aus, die seine Nachlässigkeit mit sich brachte. Wir nehmen wieder Fahrt auf, aber ich bin noch nicht zufrieden. Sicher, der Big Daddy verteidigt das Mädchen, aber er ist nur auf Kampf programmiert. Wie ein Schäferhund, der nur dumm herumläuft, sobald einmal kein Wolf seine Herde angreift. Ist kein Angreifer da, ist seine Little Sister für ihn nicht mehr als eine Zimmerpflanze. Wir brauchen aber eine stärkere Beziehung, eine unzerreißbare physische Bindung. Okay, gucken wir uns ein bisschen um. Oh, ich kann sogar schnell zwischen den Dingern herwechseln, das ist auch gut zu wissen. Verkaufsautomat nochmal hacken. Mal gucken, was rauskommt, wenn ich aus dem Blauen hacke. Ja, das wissen wir doch jetzt langsam. Hackfall haben wir doch alles eigentlich, ja. So, dann... Ja, gehen wir... Wen habe ich denn da jetzt husten gehört? Hallo? Böses Mädel, was auch immer. Scheiße, doofe Kuh. So, jetzt erstmal die Aschen, die Mülleimer und Aschenbecher untersuchen. Gut, hier ist nix. Da sind Fallennieten. Wo ist die Kamera? Kann ich die eventuell schon... Hier, im Tickethäuschen. Oh, ich bin so doof. Sehr schön, so ist es denn los. Siehst du? Das ist der Grund, warum ich Sophia Lamp bekämpfen muss. Sie benutzt die neuen Little Sisters für irgendetwas. Und ich bin zurück, um sie zu retten. Tue ich das nicht, sterben noch mehr Kinder wegen meiner Sünden. Und der Albtraum Rapture geht immer und immer weiter. So, sprechen wir. Bürger von Rapture. Das ist Subject Delta. Hinter dieser Maske steckt ein Feind des Volkes. Ohne Seele, ohne Mitgefühl. Er ist eine Bestie, ein Monster. Und als Familie müssen wir ihm den Kiefer zerbrechen und ihn ins Meer zurückjagen. Lamp wird hier alles umkrempeln, um dich zu finden. Bitte halte die Splicer zurück, bis wir entkommen sind. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe gerade eine böse Befürchtung. Oh Gott! Falsches Plasmi. Oh fuck! Hab ich hier gerade. Oh Gott! Munitionswechsel und Schuss! Okay. Viele wollen denn da rauskommen?
denn hier? Super, explodier doch ruhig noch mehr bei mir. Das war's? Danke. Ich muss dich jetzt verlassen und das tut mir sehr leid. Aber ich muss noch anderen helfen, bevor diese Stadt ertrinkt. Dieser Mann, Sinclair, er ist auf unserer Seite und wird dich zu Eleanor führen. Leb wohl, Delta. Und viel Glück. Welcher Sinclair? Tja, sieh einer an, der aufrechte Ritter, komplett mit Dampfrost sozusagen. Ich heiße Augustus Sinclair, alter Junge, Esquire. Die alte Tannenbaum und ich haben ein gemeinsames Anliegen im Fontaine-Hauptquartier. Das ist der Laden, wo du auch Eleanor Lamb finden wirst. Ich glaube, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Komm mit der Bahn zu Ryan Amusements. Bis bald. Welcher Bahn? Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Um zu wissen, mit was in der Bahn er meint. War das doof? Ja, das war doof. Aber mit der Bahn, ja, da will ich noch nicht rein. Da wir uns ja gerade so richtig schön dämlich angestellt haben, können wir gleich nochmal ein Kit einsammeln. So. Ich hätte übrigens auch, habe ich gemerkt, die Verbindung hier des Wassers sehr gut nutzen können, um die Splicer zu töten. Habe ich nicht getan. Leute, warum ich manchmal mit dem Plasmid schieße, wenn ich einen Bohrer drücke? Das Problem ist, rechte Maustaste Plasmid, linke Maustaste das hier, also als die Waffe. Und es ist halt sozusagen genau über Kreuz. Es ist genau über Kreuz. Und das ist ein bisschen verwirrend, ja, muss ich sagen. Das ist verwirrend. Egal. Schalter. Okay. Und jetzt. Die Tür zu? Durchsuche die Behälter im Laptop, daran kannst du Munition, Geld und andere Vorräte finden. Drücke M, Hilfemenü, Tipps anzeigen, was weiß ich. Als Fernkampf für Munitionsarten wechseln, ja. Schieße Fallnieten nicht direkt auf Feinde, feuer sie auf Böden oder Wände, um tödliche Fallen zu legen. Durch das Hack wird das Spiel nicht angehalten. Bewege dich weiter oder gehe in Deckung, während du der Hack läuft. Gentunika machen dich stärker, indem du neue Fähigkeiten und Eigenschaften verleihen. Sie wirken, sobald du sie deiner Ausrüstung hinzufügst. Okay. Weiter geht's. Bitte schalten dein Computer nicht ab. Wow, hau lieber die Bremse rein. Es sei denn, du willst deinem Leben an dem Gletscher da vorne ein Ende setzen. Wie du siehst, Chef, ist die Station völlig vereist. Um also rechtzeitig zu Eleanor Lamb im Fontaine-Hauptquartier zu kommen, müssen wir den Weg freikriegen. Um das ganze Eis zu schmelzen, brauchst du ein Plasmid, das reinste Höllenfeuer entfacht. Wir haben in dem Vergnügungspark da drüben immer ein nettes Produkt namens Abfackeln verkauft. Sieh zu, ob du da reinkommst. Ich kenne die ganzen Fahrgeschäfte schon. Witzig. Gut, wissen wir Bescheid, wir sollen uns Abfackeln besorgen. Das sind übrigens Öllachen, die uns später bei Abfackeln etwas helfen, andere Gegner zu vernichten. Wir sind nur die Steine, die den Weg bereiten. Okay. Was auch immer ihr sagt. Nieten sind mal wieder voll. Gut, kämpfen wir halt wieder mit Nieten. Ich will mir die Nieten immer sparen, aber irgendwie bringt das anscheinend nichts. Sie ist unsere Rettung. Wir werden wiedergeboren. Aha. Eleanor entwickelt sich großartig. Meine physische Mitwirkung bei ihrer Geburt war natürlich auf ein Minimum beschränkt. Ich kann unmöglich irgendwelche Launen der Natur riskieren. Ich werde vor allem meinen Intellekt an sie weitergeben. Loyal nicht ihr, sondern dem Volk gegenüber, das sie letztlich erretten wird. Aber ich gebe zu, es macht mich durchaus stolz, wenn ich mir ihr Abschneiden bei den Standard-Intelligenztests ansehe.
Als Vertreterin unserer Sache könnte sie sogar mich übertreffen. Boah, jetzt habe ich mich erschrocken. Ja, ich will nochmal 15 Minuten aufnehmen, weil das Spiel ist einfach zu geil, um aufzuhören. Das ist, Willkommen bei Ryan Amusements. Führen Sie jetzt Ihr Ticket ein. Kinder unter 3 Jahren zahlen die Hälfte.